Jetzt sind wir für euch vor dem Burggarten-Schulhaus in Bobnigen und da steigt nächstens ein riesiges, farbenfrohes Fest. Max, erzähl mal. Also wir haben am nächsten Sonntag, am 31. März, haben wir hier ein grosses Fest. Und zwar feiern wir 20 Jahre Probigua Schweiz. Probigua, Proyecto Bibliotecas Guatemala. Wir haben vor 20 Jahren angefangen, Bibliotheken zu gründen. Wir haben immer mehr Mitglieder bekommen. In der Zwischenzeit haben wir 17 Schulhäuser gebaut. Das 18. wird es nächstes Jahr bauen. Aber nicht hier in Burggarten Bibliothek gemacht, oder? Nein. In Guatemala? Alles in Guatemala. Das heisst Proyecto Bibliotecas Guatemala. Wir haben das in Guatemala gemacht. Wir haben eine fahrende Bibliothek. Da bin ich mal eingeladen worden zum König von Schweden. Wir hatten auch schon eine Audienz beim Papst in Rom. Der hat zu mir gesagt, Max bat für mich, ich glaube, der hat mehr Probleme als ich. Sonst hat er das nicht gesagt. Ich wollte für etwas beten. Aber also am nächsten Samstag, hier um 11:30 Uhr, fangen wir an. Wir werden einige hundert Leute erwarten. Wir haben eine gute Küche. Natürlich schwarze Böhnchen sind dabei. Und es geht vegetarisch und es geht alles Mögliche. Es hat auch Rum aus Guatemala, Zacapa. Das lassen wir uns nicht nehmen. Und dann gibt es ein grosses Programm am Nachmittag. Also, ich meine, das ist ja Folklore und alles dabei. Was hast du mir denn jetzt hier mitgebracht, Charmant? Ich habe hier meine Schwiegertochter mitgebracht. Das fällt bei Idania Charuk Shinik de Umiker. Das heisst, das ist der volle Name. Also man kann es auch kürzer sagen. Es ist Felbi Umiker. Sie ist verheiratet seit 5 Jahren mit meinem Sohn und die leben sehr gut, haben ein kleines Kind und in Mutitz. Und sie hat sehr viele Kleider, so Indianerkleider und manchmal leiht sie die an. Und ich möchte bitten, dass am Sonntag auch die Guatemaltekinnen in ihren Trachten kommen. Okay, also damit müssen wir jetzt mal zu der Felbi schnell überschwenken. Das interessiert mich. Max, übrigens noch ein Hinweis an euch, wenn ihr wollt wissen, was das ganze Projekt beinhaltet. Da ist für euch der Link eingeblendet. Ich habe mit Max mal ein längeres Gespräch geführt über das. Aber mich interessiert jetzt das. Was ist das? Hat das eine geistige Bedeutung? Was ist das für ein Symbol? Das ist ein Symbol von unserer Tracht von Guatemala. Das ist typisch. Das ist so, brauchen so verschiedene Sachen, zum Beispiel für die Sonne zum Schatten machen oder zum Packen oder mit Babys tragen oder und so weiter. Das gibt so verschiedenes zum Brauchen. Und macht ihr dann auch am Fest selber so etwas? Kann man das zuschauen, denn, wie das entsteht? Oder wie ist das? Habt ihr dann eine Ausstellung davon? Ja, und es gibt auch in die Feste eine Mode. Mode schauen von Guatemala, eben. Alles mit den Trage, typischen Kleidern von Guatemala. Und ja, freue mich. Wunderbar, also ich habe das schon richtig gespürt, als ich gesehen habe, das hat irgendeine Bedeutung. Kommen dann das Fest hier im Burggarten-Schulhaus in Bobnigen und lernen die Kultur kennen.